das einmal wieder repariert. Dieser Verstoß gegen die Vorschriften bringt dir die nächste Kopfnuss ein, Freundchen. Welche Kopfnuss? Ich habe eine Schrotflinte. Achso, ah, da kommen Gegner. Bees! So. Warum bin ich jetzt durch die Gegend geflogen? Bees! Kann der Boden einmal bitte wieder zu Lava werden? Hallo, mach Lava. Danke. Mondschein. Ich gehe jetzt mal in den Lurk-Modus. Jo! Jo, mach das. Konnte ich hier was untersuchen? Ach, da sind Fallenspeere. Warte mal ganz kurz, genau, dass er jetzt hier einmal den elektrischen Stuhl anmacht. Bedienfeld hacken. Könntet ihr bitte nicht einfach hier spawnen? Krips ein Bot. So, jetzt können wir ins Sicherheitsbüro. Das ist doch schön. Und wir reparieren mal ganz kurz Randy und Thoroughhood. So, der Boden ist jetzt nicht mehr in Lava. Kriege ich hier noch irgendwo nette Muni oder so? Ich kann mich jetzt hier umschauen, ohne dass ich Angst habe, getoastet zu werden. So, die Leiche hat nichts. Da ist eine E-Spritze, die nehmen wir gerne mit. Eine Raketenspeer können wir nicht mitnehmen. Gefeuert, gefeuert, gefeuert. Können wir hier mal Flex-Tape drüber machen? Ist so ein bisschen... Einmal so... Flex-Tape und schon haben wir hier nicht mehr das Problem. Wundert mich, dass die nicht sowas wie Flex-Tape entwickelt haben hier in Rapture. Die hätten es definitiv gebrauchen können, würde ich behaupten wollen. So, mein Portemonnaie ist eh voll wie Schrot. Achso, ich meine normale Schrotmuni ist wieder... frei. So, noch eine Schrot, noch Flinten, cool, nett. Da ist wieder diese komische Teddy... Irgendjemand lacht da, schön. Ich möchte mitlachen, erzähl mir doch den Witz. Ne? Was meine Lehrer immer gesagt haben, ah, warum kicherst du denn so? Wenn es so lustig ist, kannst du das ja dem Rest erzählen. Nee, kann ich nicht, mein Humor. Ich bin ein Weeaboo-Fuck. Ich habe doch keinen Humor, den ich teilen kann. So, Teleport-Plasmid. Das wäre wirklich cool gewesen. So, da ist noch eine, noch mehr Bees. Bees! Bees! Ich nicht, ich hab Bienen. Hat er was geworfen? Ich hab's nicht gesehen. Bees! Achso, das ist eine Medi-Station. Schade, ich hab ein bisschen gehofft, dass eine Muni-Station ist. Dass ich panzerbrechend und sowas auffüllen kann. Aber bisher nicht so das Glück gehabt, ne? Bees! Bees! Ich habe viel zu viel Spaß damit. Peng! Pam! Bees! So, da war nichts. Oh, hallo. Tschüss. Da hoch komme ich nicht, ne? Nee. Aber ich muss eh runter. So, bupp. Was ist da drin? Bora-Treibstoff. Da waren noch Nieten drin. Aber ich habe Bienen! Bienen! So, und jetzt kann ich hier rein. Da ist eine Power-to-the-People-Station drin. Die will ich endlich nutzen. Ich würde gerne meine Bienen verbessern können. Agnus D. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Hallo. Ich muss davon ausgehen, dass Sie nunmehr willens sind, mir zu helfen, mein Leben zu beenden. Im Gegenzug stelle ich Ihnen eine freundlich gesinnte Sicherheitseskorte. Hier drin gibt es einen Schalter, der Ihnen Zutritt zu den wirklichen Laboratorien verschafft, wo das auf Sie wartet, was von mir übrig ist. Bitte, betätigen Sie ihn. Weiß nicht, welcher Schalter er meint. Ach, den da. Das ist kein Schalter, das ist ein Knopf. Nicht mal trauen kann man dem. Waffen-Upgrade-Station. Harpoon ist eher so ein bisschen meh.
Was wird jedem Schuss hinzugefügt, sodass sekundäre Explosionen im weiten Umkreis ausgelöst werden? Ich mach mal Immunität gegen meinen eigenen Granatwerfer. Weil die Harpune nutze ich eh nicht. So. Bin ich ehrlich. Und den Granatwerfer nutze ich halt, wenn ich so ein bisschen Lust auf Bum 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 hab. Ja komm. Immunität gegen Granatwerfer-Schaden. So, dann kann ich einmal ganz kurz... Entschuldigung. Oh. F. Ich gehe rein, drücke einen Knopf, höre 7000 Gegner und einer von meinen Drohnen ist da schon am Spaß haben. So. Bienen. Ich habe gerade das Achievement der größte Hacker bekommen. Ich weiß nicht wofür, aber danke. Danke, Spiel. Ich nehme das als Kompliment. Bees. Ach da. Bang. So, warte, in die Richtung muss ich, ne? Fuck, Alter. So, wir duckern jetzt ein kleines bisschen in den Reihen. Warum bin ich auf Antipersonen-Munition? Das war jetzt Verschwendung der Antipersonen-Munition, unglücklicherweise. Nun denn. So, der hat noch Wärme suchen, der hat noch ein bisschen Dacker dabei gehabt. Ach, hier sind Klos. Ah, ja, super. Toiletten. Da ich hier auch definitiv keinen Herzriss bekomme. Wegen Kram. Da ist nicht mal eine Toilette drin. Wow. Au, ich... Entschuldigung, ich wollte gerade... Das kommt nicht wieder vor. Hör ich einen Houdini-Splicer? Ja. No! Meine Drohne geht gleich kaputt. Oh, da ist ja noch einer! Warum? Warum? Warum ist hier noch einer von der Alpha-Serie? Hat er jetzt meine Drohne kaputt gemacht? No! Oh, RIP-Drohne. So, Schrot kann ich auch wegen meiner, so Antiperson kann ich jetzt wieder nach... Achso, darf ich gar nicht mehr. Weil der Gegenstand ausverkauft ist. Dann kaufe ich da nochmal ein bisschen Munition, so, und dann gehen wir halt einfach weiter. Achso, da wäre ein Bandito. Dann gehe ich einmal noch an den Bandito. Eben schnell. Oh. Hacken, Hackpfeil, genau, Raketenspiere brauche ich aber auch nicht. Was für Schrot bin ich voll, Nieten bin ich voll. Ich hätte gedacht, ich hätte weniger Muni. Nun, habe ich mich wohl geirrt. Ah, ich habe aus Versehen, Tab gedrückt. Das darfst du in diesem Spiel nicht. Das habe ich vergessen. So. Dann gehen wir mal hier weiter. Das ist nochmal 05er Kugel, nett, danke. Ah, du lebst noch. Wunderbar. Aber du bist Frederik, ne? Das heißt, der hat mir Thorohood abgeschalten damit. Armer Thorohood. So, das ist eine Genbank. Da ist noch ein... Das Experiment abbrechen. Let's go. Ich sollte Dr. Lamps größte Leistung sein. Ein lebendes Konglomerat von Raptures großen Geistern im Körper eines einzigen Mannes. Darauf ausgerichtet, dem Allgemeinwohl zu dienen. Jetzt bin ich für sie nicht mehr als ein fehlgeschlagenes und daher ein gestelltes Experiment. Meine Punktezahlen bei Intelligenz- und Wertvorstellungstests sind immer noch bemerkenswert, aber ich baue rasch ab. Sie hat mich fallen gelassen und ich habe nicht mehr viel Zeit, bevor ich dem Wahnsinn verfalle. Oh, der arme Alexander. Alexander, so, ich möchte eigentlich nur der Welt was Gutes tun. Und Sophia Lamb so, okay, Brudi, warte, ich versuche dir zu helfen. Und dann so, ah, shit, du bist kacke, tschüss.
Ach, das ist eine Wand. Ich dachte gerade, da wäre irgendwas noch hinter, aber nein. Hier wird noch ein Medi-Paket oder eine Medi-Station. So. Das Geld kann ich noch mitnehmen, das Geld kann ich noch mitnehmen. Ah, cool, wir dürfen wieder über das Meer hindurchgehen. Kommt ihr hier mit rein? So, das ist auf jeden Fall Randy. Frederik! Frederik! Junge Dame. Mann, ist das ein männlicher Name oder ein weiblicher Name? Frederik! Bei Fuß! Nicht? Okay. Ich frage mich, ob der hinterher teleportiert. Oder ob wir Frederik jetzt verlieren. Immerhin haben wir Randy noch hier. Oh, guck mal. Nun. Randy war dem Druck nicht gewachsen. Oh, die Witze. Warum kriege ich jetzt hier wieder Musik? Komisch. So, schauen wir mal. Vielleicht finden wir hier nochmal Adam. Ich bin aber sehr überrascht, dass wir nur eine Little Sister gefunden haben. In dem Gebiet. So, oh, die Streicher sind wieder am An. Ha! Ich habe einen Fehler gefunden. Shit, wenn die Streicher abgehen, ist das nie gut für mich. Moin, Alternis. Ich liebe das Emote. Was geht ab bei dir, Alternis? Warum ist dein toter Dadu? Warum sehe ich seine Hand? Ih, der hat aber eine riesige Hand. Der hat einfach so einen Pranken, du. Also ich habe den Ozean ausgebuddelt mit meinen Händen. Möchte nicht auf ihn landen, das ist unhöflich. Du, okay. Danke für deine Sardinen. Was ist denn das da hinten? Weiß es nicht. Vielen Dank für die Sardinen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Oh. Achso, ist das wieder der Hochweg? Warte, ich gehe einmal hier hoch. Einfach mal, um zu gucken. Jetzt fühle ich mich ein bisschen anders hier. So, okay. Adam. Hallo, komische Schnecke. Das schien wohl ein Scheinwerfer zu sein. Oh, fürs Bad-Signal höchstwahrscheinlich. Auch Rapture braucht Batman. Oder Aquaman? Mal so als Frage, wäre ein Rapture Batman oder Aquaman beliebter? Weil Aquaman ist unter Wasser dementsprechend. Ne, aber sonst? Ja, Leute, man sollte den Stream nicht stumm schalten, wenn man ihn schaden möchte. Hi, Alternis! Warum bewegt sich der Mund? Es kann auch einfach sein, ich habe halt immer noch Angst, dass ich immer wieder gemutet streame und dann hier etwas sitze. Ne? So. Blödsinnig halt. So, Entschuldigung, ich komme hier nochmal runter. Big Daddy kommt durch. Stöhnt aber genauso wie ich, du. So. Ach, das ist wieder eine Auftragsstation. Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxyfield Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Ist Aquaman denn überhaupt bei irgendjemandem beliebt? Moin Namenloses. Also jetzt mit Jason Momoa scheint er zumindest beliebter zu sein. Batman müsste beliebter sein, fürchte ich. Mami, warum kommt Batman denn nicht zu uns runter, wenn was passiert? Tja, wir müssen halt mit Aquaman leben. Also haben die Oxyfill-Dinger jetzt sogar wirklich einen... Vorsicht, Brimbor. Sogar wirklich einen richtigen Sinn. Jesus Christ, das Foreshadowing in diesem Spiel, ne? So. Ich mag Aquaman lieber als Batman. Ich weiß es nicht. Ich kenn mich mit Aquaman nicht so richtig aus oder mit Batman. Ich bin, was Comicbuchfiguren angeht, bin ich halt eher so von den Filmen inspiriert. So, ready. Warum ist das dunkler als einfach Plutos Rückseite?
wie komme ich da hin? Entschuldigung, ich flute nochmal. Das ist mir zu dunkel, ich habe Angst. Oder ist das, komme ich da gleich erst hin, so? Mit dem Aqua-Ding? Ja, ich glaube, ich komme da erst gleich hin. Ja, bestimmt. Weil hier hinter müsste es sein. Aber ich komme da nicht durch. Aquaman Batman ist der coolste Non-Superkraft-Held. Ich finde Iron Man cooler. Weil Iron Man hat auch keine Superkraft. Ich kenne es auch nur aus den Filmen, da war Aquaman das Einzige, was ich von DC mag. Ach. Ich fand die Tim Burton Batman-Filme echt cool. Und ja, DC habe ich halt noch nicht so richtig gesehen. Oh, ich will da nicht reingucken. Das ist dunkel. Das hat 0 Lumen. Das hat minus 5 Lumen quasi. Können wir nicht. Go Bees! Warum ist meine Taschenlampe klar? Was ist das? Notischer Polyp. Warum ist meine Taschenlampe einfach schlechter als irgendwer? Ah, warum flackert sie? Dann halt besser, die sie Non-Superkraft hält. Macht eklige Geräusche, ne? Oh, ich kann draufhauen. Jetzt habe ich mich voll gesifft. Oh, das bleibt auch dunkel. Was ist das für ein Geräusch? Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Ich hasse dich, Alexander, ey. Ach, und natürlich denkt sich das Spiel so, oh, Wir machen jetzt Horrormusik an. Ich kann mich daran irgendwie nicht erinnern, Bioshock 2. Ich will nicht mehr, ich habe Angst. Ich brauche jemanden, der mich in den Arm nimmt. Hey, der Verkaufsautomat funktioniert aber. So, ne, dann, ne, was sollen wir denn jetzt hier kaufen, ne? Das ist ja, wir haben so viel Auswahl, was wir nehmen können. Das ist jetzt doch sehr, komm, wir nehmen eine Aspirin. Angst-Aspirin. Ich sehe einen Schalter. Das gefällt mir nicht, das Geräusch. Das quiekt. Ich will nicht. Auch eine Bienenfähigkeit kann ich mir nicht erinnern. Sollte das vielleicht mal wieder spielen. Bienenfähigkeit sogar. Warte, ich hack mal ganz kurz. Gab's sogar im ersten Teil schon. Und ich bin echt froh, dass sie hier. Oh, nice, panzerbrechende Munition. Bin sehr froh, dass sie in diesem Teil auch wieder existiert. Weil ich die halt echt cool fand. Und ein Autohackpfeil. Beruhigungskammer. Beruhigungskammer ist eine Lösung für X. So
Sophia glaubt, der perfekte menschliche Altruist ist nur eine Formel, die darauf wartet, von uns berechnet zu werden. Intelligenz und Bewusstheit sind nicht das Gleiche, argumentiert sie. Selbstbewusstheit wird ganz natürlich zur Obsession. Könnten wir also mein Selbstbewusstsein unterdrücken, mich aber gleichzeitig mit der kognitiven Fähigkeit ausstatten, dem Allgemeinwohl zu dienen, könnten wir so den ersten Utopisten erschaffen. Und dann, sagte Sophia, würde endlich, endlich Utopia folgen. Lief ja nicht so gut, ne? Ich will Licht, 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 Licht. Ist dunkel! Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam, Raptures hellste Köpfe, ein williges Subjekt, also mich. Licht, danke. Oh, Jesus Christ. Das, was Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe Ihnen eine Probe hinterlassen, damit Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Okay. Sammle 4 Adam-durchsetzte Pflanzen. Sammle 3 Adam-durchsetzte Pflanzen. Nein, meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter. Ach, kannst du aufhören mit denen? Daka, 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 daka. Ah, ich muss nachladen. So. Bienen! Okay, danke. Hör zu, mein Junge. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamp ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Gilda drin. Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Okay. Gibt's hier eigentlich Little Sisters? Weil ich habe das Gefühl, dass hier nicht so... Also zwei fehlen mir noch in dem Gebiet. Ich möchte den ersten persönlich lieber als den zweiten, aber der dritte war auch besser. Gut, den dritten habe ich noch nicht gespielt. So, warte, das ist, genau, das ist der ganz normale Gatherer-Scan. Finde ich den zweiten besser als den ersten? Ich glaube, ich finde sie gleich gut, sogar. Wir hören uns jetzt mal ganz kurz, das hier an. Dr. Alexander hat zugestimmt, beide Maßnahmen des Projekts Neues Utopia zu akzeptieren. Er wird eine Art genetische Chimäre werden, die alle Gedankeninhalte Raptures in sich vereint, indem er durch das Adam, das wir gewonnen haben, die Talente und Erinnerungen der Menschen durchdringt. Und ich habe, als Folge von Projekt WDSF, ein alternatives Set von Verhaltensrestriktionen entwickelt. Dr. Alexander wird buchstäblich für das Allgemeinwohl leben. Seine Liebe und Loyalität wird sich gleichmäßig auf die gesamte Menschheit verströmen. Für mich ist das eine schwere Übung in Disziplin. Für ihn wird es Instinkt sein. Okay. Ist das die Blume, die ich brauche? Nee, das ist eine Schrotflinte da drin. Ja. Heißt das, ich muss jetzt die gesamte Zeit nur gegen die Alpha-Serien-Leute kämpfen? Das ist aber... Naja. So, warte. Genau. Ich verwirr mich gerade selbst. Entschuldigung. Hier oben war ja noch der Ding. Ich wollte schauen, ob hier beim Lichtschalter. Ach, da war der Lichtschalter.
ob hier noch ein Dingens hängt. Ein... Foto und so, ich kann sie. Eine Nachricht. So wie es scheint, nicht. Hier sind noch ein paar Flintenkugeln. Hier ist noch eine leere Lagerkiste. Das war es dann aber auch wirklich. Gut. Also, ich kann hier jetzt schon mal so, ne, wir sind ja noch nicht am Ende, glaube ich. Aber ich kann ja schon mal eine allgemeine Meinung abgeben, was ich von dem Spiel halte. Okay. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ah, da sind noch mehr. Au, 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 au. Go, Bean. So. Ein bisschen Acht geben, weil da jetzt Kram explodiert. Ah, du... Den habe ich voll nicht gesehen. Go me. So. Das hat niemand gesehen, bitte danke. wo ich hin wollte mit dem Gedanken. Bioshock 1 hat halt viele Sachen neu gemacht, die so noch nicht existierten. Und das hatte es quasi zum Vorteil. Das Ding beim zweiten Teil ist, es musste quasi auf den Erfolg vom ersten Teil aufbauen und trotzdem noch neue Sachen einfügen. Und ach, ich bin jetzt hier gelandet. Ich dachte, ich hätte schon vorher gespeichert. Gut, warte, dann machen wir das mal eben. Hier war das, ne? Ja. So, dann nehme ich ganz kurz das hier mit. Drücke hier drauf. Dann aktivieren wir den Hauptschalter. Doof. Ich dachte, ich hätte nochmal zwischendrin gespeichert. Anscheinend nicht. Weißt du, dafür, dass ich so viel speichere, speichere ich relativ wenig. Na, und ich glaube, dass Rapture im gleichen Zustand besuchen war nicht unbedingt die klügste Idee. Also es war keine schlechte Idee, natürlich nicht, aber es war halt nicht die Idee, die das Spiel wirklich weiter nach vorne gebracht hat. Also mich. So. So, nehmen wir das nochmal mit, dann habe ich das nämlich auch. So. Das wird jetzt hier bitte, siehst du, bitte. Ich finde aber das Design davon cool. Es schaut halt aus wie so ein normaler Tonikums-Dings. Das Schicksal von Eleanor Lamp wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst. Ach, du bist jetzt nicht mehr gehackt, deswegen, ne? Gut, ich bin doof. Das passiert, wenn ich Blödsinn mache. Die Schrecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Solch eine Pflanze muss ich suchen, ich auf jeden Fall. Ich habe Ihnen eine Probe hinterlassen, damit Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Frage ist, also da hinten wären halt welche gewesen. Bestimmt. So. Dann kommen jetzt einmal neue Big Daddies. Meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter. Peng, peng, Bienen, peng. Oh, anfällig für panzerbrechende Kugeln. Danke. So. Und die damit aus dem Weg geräumt. Wunderbar. Hör zu, mein Junge. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind achso, die ist schon 5. Und um an Lamp ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Gilda drin. So, jetzt speichern. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Das war drin, behaupte ich. So, jetzt aber. Gab's denn nicht auch diese dusselige Kamera? Genau. Die. Ja, das war so eine Sache aus dem ersten Teil, die man jetzt nicht unbedingt hätte übernehmen brauchen. Deswegen, also das Ding ist, die haben halt. Und das ist für mich im Allgemeinen so ein kleines Problem mit Sequels, egal in welcher Art von Medium. Egal ob jetzt Videospiele oder irgendwas anderes. Die haben halt den
ersten Teil gesehen. Der erste Teil hat gut funktioniert und dann haben sie halt einfach so viel, wie sie konnten, wiederverwendet. Und dann gesagt, ändern wir minimal was. Ne? Weil der Teil spielt sich genauso wie der erste Teil, finde ich. Nur, dass ich halt den Bohrer als Melee-Waffe habe, den ich nicht nutze. Die Nietenkanone, die, ja, sie ist nicht schlecht, aber halt auch einfach nur normale Pew-Pew-Waffe. Das Gerät finde ich sogar echt cool. Dieses Heckgerät. Dann haben wir hier wieder Daka Daka. Eine Schrotze, die halt wieder viel zu stark ist. Wieder eine Kamera, die... Es bringt dir Vorteile, aber man merkt es jetzt auch nicht oder man braucht es nicht aktiv, zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad. Wieder eine Harpune, wo man dann auch wieder einen Fallensperren nutzen kann. Und dann haben wir halt wieder einen Granatwerfer. So, dementsprechend Waffenload ist gleich. Du hältst ähnlich viel aus wie zum vorherigen Teil. Wir sind ein Big Daddy, aber wir fallen halt irgendwie super schnell um. Dementsprechend... Es heißt nicht, dass es schlecht ist. So, das wäre eine falsche Behauptung. So, ein paar Dosen Früchte fressen, damit wir wieder Gesundheit haben. Aber man hätte ruhig ein bisschen mehr Innovation reinstellen können. Ich mache halt die Aufmachung des... Ja, es gab halt auch einige coole Geheimnisse, die schon recht nice waren. Gut, das ist natürlich wahr. Das Spiel ist... in keinster Weise schlecht. Ne, möchte ich auch auf gar keinen Fall behaupten. Ja, aber es ist halt sehr nah am ersten Teil. So, und ich hoffe einfach, dass der zweite Teil da so ein bisschen... der dritte Teil, Infinite, sollte ich den irgendwann spielen, dass der da ein bisschen mehr Variation zeigt. So. Peng. Peng. So, noch ein paar mehr Bienen losschicken. Hallo? Das wollte ich eigentlich machen. So, danke. Dann, jetzt, bevor ich wieder Blödsinn mache, nutze ich einfach den Autohackpfeil. Wunderbar. Nehme ich den Verbandskasten noch mit. Ist hier irgendwas drunter? Nee, ne?